Die Wikipedia-Seite des Schweizer Oboisten, Komponisten und Dirigenten Heinz Holliger ist seit kurzem um einen weiteren Eintrag reicher. Am 20. Januar 2017 bekam der 77-Jährige den Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau verliehen. Die Auszeichnung ist der vorläufige Schlusspunkt einer langen Liste, die 1959 mit dem ersten Preis beim internationalen Musikwettbewerb in Genf ihren Anfang nahm. Sie würdigt die jahrzehntelange Auseinandersetzung Holligers mit dem Werk Robert Schumanns. Es war der erste große kulturelle Höhepunkt des neuen Jahres in Zwickau. Zum 47. Mal wurde am vergangenen Freitag der Robert-Schumann-Preis verliehen. Der Zeremonie im Geburtshaus des Komponisten wohnten zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft bei. Musikalisch begrüßt wurden sie mit den Pedalflügelstudien von Robert Schumann. Dazu hatte der Preisträger des Abends die Cellistin Anita Leutzinger und den Pianisten Anton Kerniak mit ins Schumannhaus gebracht. Im Alter von 15 Jahren ist Heinz Holliger erstmals auf Robert Schumann gestoßen. Seither hat ihn der große Romantiker nicht mehr losgelassen. Nachdem ich ein Konzert von einem anderen Schumann-Preisträger, Hans-Heinz Schneeberger in Bern, gehört habe, da hat er zwei ganz schwierige Schumann-Stücke gespielt, die zweite Sonate in D-Moll und das dritte Klaviertrio in G-Moll. Und seither bin ich quasi verschworen mit Schumann und es wird jeden Tag noch schlimmer eigentlich. Und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt das erste Mal im Leben in der Stadt von Schumann sein kann und auch im Schumann-Haus. Ich war noch nie vorher hier und das ist für mich ein besonderer Tag. Ein besonderer Tag war es auch für die Robert-Schumann-Gesellschaft in Zwickau. Über 80 Künstler sind seit 1964 mit dem Preis ausgezeichnet worden. Noch nie war ein Holzbläser dabei und schon gar nicht ein Komponist. Holliger vereint beides in sich und ist dazu noch ein weltbekannter Dirigent. Wie der Gastgeber des Abends in seiner Begrüßungsansprache betonte, hätte der 77-Jährige den Preis schon für jede einzelne Funktion verdient gehabt. Ich bin so glücklich, dass ich alles immer in Austausch machen kann, denn ein Komponist, der nur in seinem elfenbeinernen Turm sitzt und keinen Kontakt zur Außenwelt hat, ist ein armer Teufel eigentlich. Und ich kann nach diesem quasi Einsiedlertagen kann ich nachher wieder vor ein Orchester treten, kann dirigieren, kann ins Konzert kommen und Oboe spielen und auch meine Spannungen wieder nach außen geben. Und das ist, was ich eigentlich tue, das hat jeder Komponist und Interpret früher getan im 18., 19. Jahrhundert. Erst heute meint man, dass man alles in eine Schublade packen muss und jeder nur irgendwas machen kann und schlimmstenfalls noch in der Musik sich spezialisiert auf den Doppeltriller im Jahre 1737 bis 39 oder so lächerliche Sachen. Für mich ist Musik ein Kosmos, das ist das ganze Universum. Und es gehört auch die Dichtung dazu, es gehört auch die Malerei, es gehört auch die Philosophie, es gehört auch die Religion. Alles ist in der Musik drin. Und darum rate ich ganz, ganz dringend, dass alle Schulen wieder viel mehr Gewicht auf ein integrales Studium, wo die Musik dabei ist, für alle Schüler zu machen, nicht nur auf die sogenannten musikalischen. Denn wir sind alle musikalisch, sonst hätten wir gar nicht die Sprache gelernt durch das Ohr. Es gibt es nicht unmusikalische Leute, aber es ist schade, dass sehr viele Leute nicht einsehen, dass die Musik das ideale Medium ist, um Kinder großer Konzentration zu bringen, zu einer sehr offenen Seele, der großen Sensibilität. Das gehörte zu den sieben freien Künsten und heute wird alles wegradiert von nicht wissenden Pädagogen und das ist jammerschade. Das Oboe-Spielen sei seine Schokoladenseite.
Viele würden jedoch erschrecken, wenn sie Bekanntschaft mit seinen Kompositionen machten, bemerkte Heinz Holliger einmal scherzhaft. Beides konnten die Besucher im Schumannhaus erleben und sich bei der Aufführung von Holligers Roman Sondres ihr eigenes Urteil bilden. Grundlage des Werkes sind die von Clara Schumann 1893 verbrannten Cello-Romanzen ihres Mannes, die Anita Leutzinger und Anton Kerniak am vergangenen Freitag quasi aus der Asche wieder zusammensetzten. Dass sich Heinz Holliger den Preis redlich verdient habe, betonte auch der Laudator des Abends, Michael Kunkel von der Hochschule für Musik in Basel. In Holliger spiegelt sich die ganze Vielseitigkeit und auch Widersprüchlichkeit Schumanns. Es handelt sich um einen Kosmos in einem Kosmos. Holliger sagt, dass er mit Schumann nie an ein Ende komme, dass nach einer geöffneten Tür sich immer eine weitere öffnet und dann dahinter noch eine. Ein ähnliches Gefühl bekommt man, wenn man Schumann-Spuren in Holligers Musik verfolgt. Die Schumannsche Verrücktheit ist bei Holliger omnipräsent und von sehr großem Ansteckungspotenzial. Er hat sich diesen Preis wirklich verdient. Und wir alle gratulieren herzlich. Unter großem Applaus nahm der Oboist, Komponist, Dirigent und Schumann-Liebhaber den mit seinem großen Idol verbundenen Preis von der Zwickauer Oberbürgermeisterin entgegen. Es gibt kaum eine Auszeichnung, die Holliger noch nicht bekommen hat. Dass der Robert-Schumann-Preis für ihn etwas ganz Besonderes ist, brachte er in seiner Dankesrede zum Ausdruck. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen mir sehr, sehr wertvollen Preis. Wie Michael Kunkel schon gesagt hat und bis überall heißt, ist das für mich ein ganz besonderer Preis, weil er erstens an einen Komponisten gebunden ist und an einen Komponisten, der für mich absolut im Zentrum meines Lebens steht. Ich habe, glaube ich, alles von Schumann gelernt und darum ist das für mich ganz besonders schön, diesen Preis zu bekommen. Für mich ist die Musik gleichfalls eine Art Klangrede, ein Lied ohne Worte, wo ich immer Worte verstecke in all meinen Themen, Motiven und manchmal auf ganz kryptische Weise, wie das Schumann auch gemacht hat, ganze Texte verstecken und manchmal ganz einfach, wenn ich mir zum Beispiel ein Gedicht oder einen Satz denke, aber der kommt nicht zur Sprache, sondern nur zur Sprache durch ein melodisches Instrument. Und das ist sehr Schumann-nahe gedacht, glaube ich. Eine Komposition voller nicht ausgesprochener Worte sind auch die drei Romanzen für Oboe und Klavier Opus 94. Das einzige kammermusikalische Werk, das Robert Schumann 1849 für das Holzblasinstrument komponiert hat, erklang zum Abschluss der Preisverleihung. Der große Zwickauer Sohn wird Heinz Holliger weiter begleiten. Im Februar steht die Einspielung der Schumannschen Chorwerke an. Eine weitere neue Welt, die der Schweizer für sich entdecken möchte.